Kapitän William Bligh erhielt das Kommando auf dem Dreimaster Bounty, Schiff seiner Majestät, vor allem deshalb, weil er die Insel Tahiti, das Ziel der Reise, kannte. Ferner, weil ihm seine hervorragenden Fähigkeiten für die Kommandostelle besonders geeignet erscheinen ließen. Um seine menschlichen Eigenschaften kümmerte sich niemand. Die zeigten sich erst auf See. Aber einen Vorgeschmack davon erhielt die Mannschaft, als Kapitän Bligh zum ersten Mal an Bord kam. Es war der 16. August 1787. Bootsmann Smart Morrison meldet sich als Wachhabender auf seiner Majestät Schiff Bounty. Besatzung und Arbeiter sind beim Herrichten des Schiffes. Sie wollten vermutlich sagen, die Besatzung ist beim Laden und Stauen. Und die Arbeiter der königlichen Werft sind beim Umbau der großen Kajüte. Mr. Morrison. Jawohl, Sir. Leutnant Bligh, ich führe von jetzt an dieses Schiff. Lassen Sie die Leute weiterarbeiten. Wo ist Mr. Fryer? Im Verpflegungsmagazin, Sir. Das gelieferte Pökelfleisch ist ungenießbar. Und Mr. Fryer will sich persönlich darum kümmern, dass wir Ersatz bekommen. Wieso? Ist das Pökelfleisch ungenießbar? Maden? Nein, Sir, keine Maden. Aber es ist uralt und steinhart. Man bekommt es kaum mit der Axt entzwei. Wie lange fahren Sie zur See, Mr. Morrison? 8 Jahre, Sir. Nun, das sollte eigentlich genügen, um zu wissen, was Pökelfleisch ist. Das Fleisch wird in Salzlauge gelegt, damit es sich hält und alt werden kann, ohne zu verderben. Ungenießbar. Wird es höchstens, wenn es frisch ist und schlecht gepökelt, weil es dann faul oder madig wird. Wussten Sie das nicht, Mr. Morrison? Sir, ich habe schon eine Menge Pökelfleisch gegessen in meinem Leben. Gutes und Schlechtes. Dies ist hier härter als Knochen und völlig... Dann muss man es eben länger kochen. Jawohl, Sir. Aber wir müssen oft genug kalte Verpflegung ausgeben, weil es mit dem Kochen nicht klappt, wenn wir in schwere See kommen. Der Proviantmeister... Ab heute bin ich der Proviantmeister. Jawohl, Sir. Und nun führen Sie mich ins Zwischendeck. Kapitän Bligh hatte den Auftrag, mit der Bounty Setzlinge des Brotbaumes aus Tahiti zu holen. In der großen Kajüte im Zwischendeck waren Zimmerleute damit beschäftigt, in einen Zwischenboden die Löcher zu sägen, die später die Blumentöpfe mit den Setzlingen aufnehmen sollten. Auch hier hatte Kapitän Bligh etwas auszusetzen. Sorgen Sie dafür, dass Rinnen angebracht werden, in denen das Wasser ablaufen kann. Wir können die Pflanzen nicht ständig mit frischem Wasser begießen. Das ablaufende Süßwasser soll in Fässern gesammelt werden. In diesem Loch werde ich schlafen. Den Raum gegenüber bekommt Mr. Fryer. Hierher kommt die Waffenkiste. Und den Schlüssel bewahrt Mr. Fryer. Waffen gehören nicht in die Hände von Seeleuten. Sie sind das Handwerkszeug des Soldaten. Matrosen mit der Waffe in der Hand. Das schmeckt nach Meuterei. Aber die Admiralität hat mir keine Soldaten bewilligt. Nun, es geht auch so. Dort drüben liegt das Mannschaftslogis. Merken Sie sich eines, Mr. Morrison. Das beste Mittel gegen Meuterei ist die Fürsorge für die Mannschaft. Es gibt genügend schlappe Kommandanten in der königlichen Flotte, die darunter nur Pökelfleisch, Zwieback und Rumpf verstehen. Aber viel wichtiger ist ein straffer Dienst. Und was die Disziplin angeht, ich hoffe, die liegt bei Ihnen in guten Händen. Wenn Sie die neunschwänzige Katze meinen, Sir? Und damit wir uns richtig verstehen, Mr. Morrison, das Auspeitschen gefällt in Ihr Aufgabengebiet. Jawohl, Sir. Freilich möchte ich hoffen, dass mir dieses Amt wenig Arbeit macht. Da bin ich nicht so sicher, Mr. Morrison. Hey, können Sie nicht aufpassen? Seekadett Stuart meldet sich an Bord seiner Majestät Schiff Bounty. Ich habe nichts gegen Kadetten, wenn sie ihre Pflicht tun. Allerdings hat mich die Admiralität mit dieser Klasse angehender Admirale so reich gesegnet, als wenn ich ein Flaggschiff zu kommandieren hätte. Ich bin Leutnant Bligh, meine Herren. Kapitän. Und erwarte von Ihnen, dass Sie Ihr Bestes tun. Jawohl, Sir. Nun, Heywood, wie gefällt Ihnen unsere Nussschale? Wird es Ihnen nicht leid tun, 2 Jahre auf diesem winzigen Blumenschiff zu sitzen? Keineswegs, Sir. Sie selbst haben es mir gesagt. Je kleiner das Schiff, umso gründlicher die Ausbildung. Ich hoffe, Sie werden alle viel auf dieser Reise lernen. Bestimmt, Sir. Genug für heute.
Lassen Sie die Arbeiten einstellen, Mr. Morrison. Und teilen Sie für morgen die jungen Herren hier zur Aufsicht ein, damit Zug und Ordnung in den Betrieb kommen. Gute Nacht. Erst 4 Monate später, am 21. Dezember 1787, noch bei völliger Dunkelheit, lichtete die Bounty die Anker. Ungünstige Winde hatten sie so lange auf der Reede von Spithead festgehalten. Sie erreichten wohlbehalten den Kanal und gingen mit vollem Zeug vor einem bitterkalten Ostwind auf südwestlichen Kurs. Lassen Sie das Großbrandsegel einziehen, Mr. Cole! Ja, ja, Sir. Holt das Großbrandsegel ein! Die gute Bounty. Wer ist denn der Junge da oben? Der neue Leichtmatrose, Sir. Ellison heißt er. Ah, der Junge ist aber gar nicht bange. Leichtsinnig ist er auch. Ah, seht's. Verdammt. Ja, er stürzt ab. Der Junge stürzt ab. Nein, Mr. Cool. Er hängt mit beiden Händen am Rahmstag. Schicken Sie den Burschen zu mir. Er bekommt eine doppelte Portion zum Abendessen und einen Becher Rum extra. Am 25. Dezember war die See wieder ruhig. Die Bounty lief gut am Wind und strebte zwischen Kap Lizard und Brest in den freien Atlantik hinaus. Schon am Morgen hatte es eine Extra-Ration an Brot, Butter und Käse gegeben. Außerdem erhielt jeder Mann eine Gallone Bier zusätzlich. Das alles geschah, weil Weihnachten war. Aus dem Mannschaftslogis tönte lautes Gröhlen, Bierdunst und Schwaden von Tabaksrauch durchzogen das Zwischendeck, als der Schiffersmart Fletcher Christian den Niedergang hinabstieg und den kleinen Verschlag betrat, in dem die Kadetten hausten. Ja, und da kam da der Sohn bei dem Ding so der Bauch. Kommen Sie da rein, Mr. Christian. Ich wollte Sie ohnehin fragen, ob Sie heute Abend so eine Stunde für mich Zeit haben. Sie wissen ja, ich bin ohne Pflichten, bis wir zum ersten Mal in der Südsee Land anlaufen und ich kann unmöglich Tag und Nacht mit dem Doktor Whist spielen. Und Portwein trinken. Der Himmel bewahre Sie davor und die kostbaren Pflanzen, die dann eingehen müssten. Also wie ist es? Wollen Sie mir Gesellschaft leisten? Meine Wache ist zu Ende. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Mr. Nelson. Offenbar verspricht sich die Regierung sehr viel von der Einführung der Brotfrucht in den westindischen Kolonien. Wenn man die Anstrengungen und Kosten bedenkt, die sie dafür aufwenden, lohnt sich das alles? Was meinen Sie, Mr. Christian? Ich hoffe es. Aber warum fragen Sie nicht Mr. Nelson, unseren Botaniker? Oh, sobald wir glücklich auf Tahiti gelandet sind, da werden Sie einen Begriff bekommen von der überragenden Bedeutung der Brotfrucht für die Ernährung der Eingeborenen. Auch für die westindischen Farmer? Sie werden auf Tahiti ausgedehnte Brotfruchthaine finden mit zum Teil majestätischen Bäumen. 3 davon genügen, um einen Menschen 1 Jahr lang zu ernähren. Die Frucht ist nur im unreifen Zustand genießbar. Sie wird bis zu 40 cm lang und enthält ein weißes, mehliges Mark, das roh oder gebacken eine wohlschmeckende Nahrung abgibt. Das Interesse der westindischen Farmer ist durchaus zu verstehen. Wir reisen in ein Paradies, Freunde. Ins Paradies der Brotfruchtbäume. Am nächsten Morgen frischte der Wind auf. Gegen Mittag ließ Kapitän Bligh die Obersegel festmachen. Dennoch fuhr der böige, eiskalte Ostwind derart in die Riggen, dass das kleine Schiff stark schlingerte und in der hohlen See stampfte. Im Laufe der Nacht wuchs der Wind zum Sturm. Gegen Morgen lenzte die Bounty nur mit gerefften Untersegeln in den Atlantik hinaus. Unablässig peitschte der Eisregen das Deck. Die See kochte und zischte. Alle Mann an Deck! Auf die Boote fest, wenn sie ganz über Bord gehen! Steht nicht rum wie die Ölgötzen! Passt zu! Lass die Barkasse nicht über Bord gehen! Achtung! Festhalten! Es war ein Glück, dass sich die schweren Sturzseen nicht mehr wiederholten und das Schiff im Laufe des Tages trotz des fortdauernden Sturmes dem Ruder wieder gehorchte.
Dennoch waren die Schäden erheblich. Und was das Schlimmste war, ein großer Teil des Brotvorrats war nass und damit ungenießbar geworden. Die Bounty ging an der Ostküste von Teneriffa vor Anker. 2 Tage lang arbeitete die Besatzung daran, das Schiff zu kalfatern und auszubessern. Außer dem Kapitän und dem Schiffersmaat Christian durfte niemand seinen Fuß an Land setzen. Mr. Nelson hielt sich die meiste Zeit in der muffigen Kabine des Wundarztes auf. Trinken Sie, Mr. Nelson, damit Sie etwas munterer werden. Das ist ein guter Tropfen, Ihr Teneriffa-Wein, Mr. Hagen, das muss ich zugeben, und spottbillig. Oh, billig. Möchte gern wissen, was er wirklich gekostet hat und wie viel Blei daran verdient. Prost, Mr. Nelson. Prost, aber Sie sollten wirklich nicht so viel trinken, Mr. Hagen. Nelson, Sie können vielleicht Pflanzen züchten, aber von diesem alten Kadaver verstehen Sie nichts. Mann, ich bin nur mitgefahren, um ein anständiges Seemannsgrab zu kriegen. Und das wäre Ihnen ja beinahe gelungen. Das war nicht der letzte Sturm. Wenn nicht noch was Schlimmeres kommt. Na, sei ein Glück, dass wir hier in Teneriffa unsere Vorräte ergänzen können. Sie meinen die Brotvorräte? Ja. Hoffentlich entschließt sich Mr. Bligh dazu. Wieso? Wie meinen Sie das, Mr. Hagen? Oh, ich bin durchaus nicht sicher, ob Mr. Bligh nasses Brot für ungenießbar hält. Mr. Christian ist derselben Ansicht. Schließlich kostet es sein Geld. Mr. Bligh ist sein eigener Zahlmeister, haben Sie das vergessen? Am 10. Januar lichtete die Bounty die Anker und lief bei frischem Südostwind in den Atlantik hinaus. Kapitän Bligh teilte die Mannschaft in 3 statt bisher 2 Wachen ein. Das Kommando über die 3. Wache erhielt der Schiffersmaat Christian, der nunmehr Offiziersdienst versah. Gleichzeitig kürzte Bligh die Brotration um 1/3. Eine Ergänzung des Brotvorrats zu annehmbaren Bedingungen war in Teneriffa nicht möglich gewesen, also musste man rationieren. Statt 2 Pfund Brot gab es 1 Pfund Kürbis. Es gab viel böses Blut. Die Unzufriedenheit an Bord wuchs von Tag zu Tag. Schnall den Riemen enger, Tom. Captain Bligh liebt schlanke Matrosen. Der Teufel soll ihn holen. Hätte ich gewusst, wie viel Magen im Käse sind, wäre ich lieber auf das Linienschiff gegangen. Vergiss die Steine im Pökelfleisch nicht. Kann ich gar nicht. Die liegen noch immer schwer in meinem Magen. Dafür kannst du dich an Kürbissen laben. Die kann Bligh selber essen. Eines Nachmittags, Anfang Februar, trieb die Bounty nicht mehr weit vom Äquator entfernt mit schlaff herabhängenden Segeln auf dem weiten Atlantik. Der Schreiber kam aufgeregt in die Kajüte des Kapitäns. Sir, Sie haben befohlen, die Fässer mit Käse zu öffnen. Es fehlen 2 ganze Käse. Die müssen gestohlen sein. Gestohlen? Ja, Sir. Ich komme. Sagen Sie, Mr. Frey, er soll die Freiwache ausbohren. Die Freiwache befindet sich an Deck, Sir. Gut, ich komme. Gestohlen! Der Kerl bekommt 2 Dutzend mit der Katze. Hört zu, Leute. Ich habe alles für euch getan, was Menschen möglich ist. Aber ihr dankt es mir schlecht. Mr. Samuel hat mir gemeldet, dass 2 Käse gestohlen sind. Sir, Sie, wir wissen in Deptford, Mr. Samuel hat befohlen, 2 Käse in Ihr Haus. Halt dein Maul, du Lümmel! Noch ein Wort und ich lasse dich mit der Katze streiten. Nun gut, es wird so lange kein Käse ausgegeben, bis der Diebstahl ausgeglichen ist. Ihr habt euch geweigert, den Kürbis zu empfangen. Nun gut, ich will sehen, wer es wagt, den Kürbis zurückzuweisen oder sonst etwas, was ich befehle, nicht auszuführen. Ihr verfluchten Halunken, ihr sollt noch Gras fressen, bis ich mit euch fertig bin. Am 7. Februar passierte die Bounty bei klarem Wetter den Äquator. Der Südost blies frisch und anhaltend, das Schiff machte auf südlichem Kurs hohe Fahrt. Auf die Ausbildung der Kadetten verwendete Kapitän Bligh große Sorgfalt. Die praktische Ausbildung an Deck und in der Takelage hatten der Bootsmann Cole und sein Maat Morrison durchzuführen. Den Navigationsunterricht hatte Bligh dem Schiffer Freier übertragen.
An diesem Tag wandte sich der Kapitän überraschend an Mr. Christian. Mr. Christian, zeigen Sie Mr. Fryer, wie man die Strahlenberechnung berechnet. Er hat es vergessen. Sir, ich bin überzeugt, dass Mr. Fryer... So? Sie sind überzeugt? Ich bin es nicht. Bin beinahe sicher, dass Mr. Fryer keine astronomische Berechnung durchführen kann. Sie können gehen, Mr. Fryer. Sie haben sich schon genug blamiert. Ab sofort übernimmt Mr. Christian den Navigationsunterricht. Machen Sie weiter, meine Herren. Lassen Sie sich nicht stören. Das hat Mr. Fryer nicht verdient. Es war ungerecht von Mr. Bly. Schiffer muss es ja können. Da haben Sie recht, Mr. Christian. Natürlich kann er das. Fryer ist ein vorzüglicher Seemann. Ihn vor den Kadetten derartig bloßzustellen. Ich verstehe Bly wirklich nicht. Bootsmann! Sir! Legen Sie diesen Mann in Eisen. Er bekommt 2 Dutzend mit der Katze, wegen aufrührerischen Betrags. Es war das erste Mal, dass die neunschwänzige Katze an Bord der Bounty in Aktion trat. Der Matrose Quintel hatte dem Schiffer frech widersprochen. Gleich 2 Dutzend wegen eines so nichtigen Anlasses, das war sehr hart. Daran war sich die ganze Besatzung einig. In der Nacht saß der Bootsmannsmaat Morrison in der Kajüte des Wundarztes, der mit Christian und Hayward Whist spielte. Ich wollte Sie etwas fragen, Mr. Hagen. Das habe ich mir gedacht, mein Sohn. Und ich weiß auch was. Also, hör zu. 12 Hiebe mit der Katze sind durchaus zu ertragen. Mit einer gehörigen Portion Rum kommt ein Seemann darüber weg. Und für das andere sorge ich schon. Es sind 24 Hiebe, nicht 12. Ich habe manchen Kerl zusammengeflickt, dem die Katze den Buckel zerfetzt hatte. Und bei 24 hatte ich manchmal nichts mehr zu tun. Aber ich soll die Strafe vollstrecken. Mach dir keine Gedanken. Du hast nur deine Pflicht zu tun. Und gerade Quintel, der Kerl hat Kräfte und ein Fell wie ein Ochse. Es wird ihm nicht viel ausmachen. Sie werden ja dabei sein und notfalls eingreifen. Ich frage, Mr. Hagen. Ein Dreck werde ich tun, du Naseweiß. Ich werde nicht zusehen und schon gar nicht eingreifen. In den Vollzug einer ordnungsgemäß verhängten Strafe greift in seine Majestät Flotte niemand ein. Mach kein so finsteres Gesicht, Christian. Auch du wirst eines Tages begreifen, was Gesetz ist. Nein. Ein Mann wie Bly werde ich nie begreifen. Und dieses Urteil schon gar nicht. Keine Angst. Ich werde den Delinquenten vorher untersuchen und ihn hinterher wieder zurechtfliegen. Am nächsten Morgen, als die Strafe vollstreckt wurde, war die ganze Mannschaft an Deck versammelt. Die Matrosen standen still, mit finsteren Gesichtern, die Offiziere barhäuptig. Bly verzog keine Miene. Er sah aufmerksam zu Morrison hinüber, der, die Katze unter dem Arm, totenbleich dastand. Sie hatten Quintel das Hemd abgestreift. Er stand mit nacktem Oberkörper vor Morrison, mit den Handgelenken an der Gräting festgebunden. Der Matrose Quintel wird wegen aufrührerischen Betragens öffentlich ausgepeitscht. Verurteilter, haben Sie dazu etwas zu bemerken? Nein, Sir. 2 Dutzend Hiebe. Tun Sie Ihre Pflicht, Mr. Morrison. Dutzend, Sir. Sie sind voll schwerhörig, Mr. Morrison. Ich habe 2 Dutzend befohlen. Fahren Sie fort! Zwei Dutzend, Sir.
Schaff den Mann fort! Alles wegtreten! Eine Exekution gilt immer nur zur Hälfte dem Übeltäter. Zur anderen Hälfte gilt sie der Besatzung. Als ernste Mahnung, die Gesetze zu achten. Merken Sie sich das, meine Herren Offiziere. Am Morgen des 23. Februar kam die Küste von Feuerland in Sicht. Gegen 9 Uhr vormittags lag Kap Diego an Steuerbord voraus. Kapitän Bligh stand auf der Back neben dem Klüverbaum, breitbeinig, die Hände auf dem Rücken verschränkt und blickte zu dem felsigen Land hinüber, das sich undeutlich im Dunst abzeichnete. Wir laufen durch die La Meerstraße, Sir, nicht wahr? Oh, ich kenne die. Ich bin vor 3 Jahren auf der Pegasus durchgefahren. Wenn Sie sie kennen, Mr. Fryer, dann sollten Sie wissen, dass das unmöglich ist. Selbst wenn wir in der verdammten Meerenge gegen den Wind ankämen... Ja, aber die Zeit, Sir, wird es nicht zu spät für uns werden. Vielleicht, aber wir können es nicht ändern. Wir müssen um Staten Island herumlaufen. Und dann können wir im Neujahrshafen vor Anker gehen und unser Trinkwasser ergänzen. Nein, Mr. Fryer, wir werden vor Tahiti Anker werfen und sonst nirgendwo. Anfang April setzte ein heftiger Südweststurm ein, der mehrere Tage andauerte. Hagel und eiskalter Regen trommelten Tag und Nacht auf das Deck. In den Nachmittagsstunden des 23. April stapfte Kapitän Bligh, zum Umfallen erschöpft, den Niedergang hinab. Vor der Tür zu seiner Kajüte verharrte er unschlüssig. Dann wandte er sich plötzlich den Kabinen im Heck zu und betrat den Verschlag des Wundarztes. Bleiben Sie liegen, Mr. Hacken. Ich will Ihre wohlverdiente Ruhe nicht stören. Ich wollte mich nur nach dem Befinden der Kranken erkundigen. Wir haben einige Ausfälle, nicht wahr? 8. Die meisten leiden unter schwerem Rheumatismus. Hm. Was meinen Sie, Mr. Hacken? Werden die bald wieder dienstfähig sein? Sie wissen, Mr. Bligh, dass unter den augenblicklichen Umständen keiner meiner Patienten genesen kann. Und dass wir mit weiteren Ausfällen rechnen müssen. Mhm. Aber wir wollen zur Sache kommen. Sie haben das Menschenmögliche getan, Mr. Bligh. Es wäre an der Zeit, dass Sie Ihre bewundernswerte Energie dazu benutzen, einen Entschluss zu fassen. Seit einem Monat renne ich mit diesem Schiff gegen den Weststurm an. Wenn der Wind morgen umschlägt, dann bin ich durch. Und habe ich das 3-mal verfluchte Kap Horn erst einmal im Rücken, so kann ich in 2 Monaten vor Tahiti Anker werfen. Kehre ich aber um, so muss ich 3/4 des Erdballs umsegeln und brauche mindestens noch ein halbes Jahr. Es ist besser, Mr. Bligh. Sie kommen in einem halben Jahr nach Tahiti und behalten Ihr Schiff und Ihre Besatzung, als wenn Sie die Fische in der Kap Hornsee damit füttern. Sie fürchten um Ihr kostbares Leben, Mr. Hagen? Mir ist das völlig gleichgültig, ob ich vor Tahiti oder vor Kap Horn krepiere. Das Einzige, was ich noch brauche, ist ein Seemannsgrab. Aber Sie müssen anders denken. So? Wie denn? Sie haben ein Schiff, eine Besatzung von jungen Seeleuten, die Ihnen anvertraut sind. Und einen Auftrag. Sie können zwar kranke Matrosen zwingen, den Hornpipes zu tanzen, aber das Meer, die Sturm, die Elemente, die können Sie nicht zwingen. Lassen Sie sich das gesagt sein, Mr. Bligh, von einem alten Mann, durch unsere See gefahren ist, als sie noch nicht auf der Welt waren. Es dauerte noch 6 Monate, bis die Bounty endlich ihr Ziel erreichte. Am Morgen des 25. Oktober rief der Ausguckmann von der Fockmars Land aus. Mit Windeseile verbreitete sich die Kunde durch das Schiff. Tahiti besteht aus 2 fast kreisrunden Halbinseln, die durch eine schmale Landzunge miteinander verbunden sind.
Gegen Mittag stieg zuerst Tayarapu und dann Porionu aus dem Ozean, zwei umgestülpten Suppentellern gleich. Nelson stand mit Christian und einigen Kadetten an der Steuerbordreling. La ora na Tahiti. Ach, ich hätte nicht zu hoffen gewagt, dass ich dieses Traumland noch einmal in meinem Leben betreffen würde. 10 Jahre ist es her, dass ich mit Cook auf dieser Insel war. Hat Kapitän Cook Tahiti entdeckt? Nein, Mr. Hyde. Tahiti wurde im Jahre 1606 von dem Spanier Fernandez de Quiros entdeckt. Aber Cook hat die Insel als erster gründlich erforscht. Hier gewährt die Natur, was uns Staat und Gesellschaft versagen. Dass der Mensch frei ist und Gottes Schöpfung. Gewiss, Mr. Christian. Diese Insel ist ein richtiger Garten Eden. Aber wenn Sie glauben, der Mensch sei hier frei geboren, Sie werden es selbst erleben. Am Abend kam Kap Venus in Sicht und Kapitän Bly ließ beidrehen. Noch in der Nacht ließ er einen Befehl am Großmast anschlagen, der das Verhalten der Besatzung und den Umgang mit den Eingeborenen betraf. Mit dem Morgengrauen des 26. Oktober lichtete die Bounty die Anker und lief in die Matawai-Bucht ein. Sobald sich das Schiff dem Ufer näherte, stießen von allen Seiten des Strandes zahlreiche Kanus mit Eingeborenen ab, die mit erstaunlicher Schnelligkeit dem Schiff zustrebten. Je näher die Kanus kamen, desto mehr teilte sich die heitere, unbefangene Fröhlichkeit der Insulaner den Matrosen mit. Rufe wurden gewechselt, ein Winken und Lachen hob an. Kapitän Bly stand an der Backbordreling mittschiffs und schwenkte den Dreispitz. Tayo, Tayo, Piritane! Tayo, Tayo, das heißt Freund. Ja, wir alle Tayo, alle wir. Tayo, Tayo, Tayo. Kapitän, Hitti, Hitti, ich, Hitti, Hitti, aufs Schiff gefahren mit Tutti. Tayo! Was sagt er? Tutti ist ein eingeborener Kapitän. Dieser Mann ist mit Kapitän Cook gefahren. Bereits am nächsten Tag erschien Häuptling Taina mit einem großen Gefolge an Bord der Bounty, die in der Bucht vor Anker gegangen war. Kapitän Bly stand salutierend an der Reling, als der Häuptling das Pfeilripp emporstieg und ließ Saite pfeifen, um dem Souverän von Tahiti königliche Ehren zu erweisen. Die Begrüßung war herzlich und, was das Nasenreiben betraf, der Sitte des Landes gemäß. Seitdem waren Taina und seine Gemahlin fast täglich Gäste des Kapitäns an Bord. Für die Offiziere war das ein Ärgernis, denn sie konnten ihren Speiseraum kaum noch benutzen. Das ist doch unglaublich! Eine unverschämte Zumutung, dass sie mitten im Essen aufstehen müssen, wegen dieser verdammten Nigger! Bitte sehr, Mr. Fryer. Ich werde Captain Bly von ihrer Meinung über die königlichen Damen unterrichten, wenn sie es wünschen. Untersteh dich, du Schleicher! Nein! Sie sollten sich an die seemännischen Bräuche gewöhnen, Mr. Samuel. Wir hatten auf der Speedwell einen Schreiber. Den hat eine Sturzsee über Bord gespült, weil er nicht gelernt hatte, sich auf See zu benehmen. Wie Sie wünschen, meine Herren. Sie sollten vorsichtiger sein, Mr. Morrison. Sie wissen doch, dass er Mr. Bly jedes Wort brühwarm erzählt. Ah, da kommt der Mr. Christian. Nun, wie geht's dem Doktor? Es ist ein Jammer, dass Mr. Hagen nicht aus seiner Koje herauskommt. Also, ich mach mir Sorgen um ihn. Es geht mächtig bergab. Manchmal denke ich, er hat keine Lust mehr. Ein Wunder wär's nicht. Wenn Sie mich fragen, er muss unerträgliche Schmerzen haben. Aber wenden wir uns angenehmeren Dingen zu. Man hört, dass Sie auf der Insel eine Freundin haben. Und wie steht es damit, Mr. Christian? Oder? Ja, mein Mieti, die Tochter Hiti Hitis. Es ist das schönste Mädchen, das mir je begegnet ist. Kapitän Bly hörte kaum hin, als ihm der Schreiber von dem Zwischenfall im Speiseraum berichtete. Er hatte jetzt andere Dinge im Kopf. Es wurde Zeit, dass er seinen Auftrag erfüllte. Bisher hatte ihm der Häuptling nur immer von Neuem seine Ergebenheit bekundet. Matawai ist euch freundlich gesinnt, aber die übrigen Inseln sind feindlich. Geht nicht dorthin, hier bekommst du, was du brauchst, im Überfluss. Dort wird man euch alles stehlen. Mein großer König George hat euch alle die reichen Geschenke gesandt, um dir, Taina und deinem Lande zu nützen. Willst du ihm nicht auch etwas schenken? Um die Freundschaft zu erwidern. Sag mir, was deinem König gefallen würde. Es müsste etwas sein,
was es in seinem Lande nicht gibt. Die Brotfrucht zum Beispiel. Ja, ich glaube, darüber würde sich König George sehr freuen. Nur würden die Früchte verfaulen, bis wir in England sind. Ja, dann muss ich ihm etwas anderes geben. Nein, bleiben wir ruhig bei der Brotfrucht. Du müsstest ihm nur die Ableger schenken, damit mein König die Bäume in seinem Land pflanzen lassen kann. Du kannst ein ganzes Schiff davon haben, wenn es deinem König George Freude bereitet. Blei beauftragte Christian unverzüglich auf der Landspitze Venus ein großes Zelt aufzuschlagen und ein Gebiet abzugrenzen und durch Wachen zu sichern, wo er die Pflanzen unterbringen wollte. Kein Eingeborener sollte dort Zutritt haben. Nelson und sein Gehilfe sollten sofort in diesem Zelt Wohnung nehmen und auf der Stelle mit ihrer Arbeit beginnen. Ein paar Tage später sagte Christian zu Maimiti: Bald muss ich wieder fort. Ich weiß nicht, wie ich es ertragen soll. Komm wieder, Tetriano. Was willst du auf dem Meer? Ich werde hier auf dich warten. Christian, ich glaube, Blei ist dir böse. Nein, Hiti, du musst dich irren. Na, gestern, als ich mit Kapitän Blei in der Kajüte speiste, sprachen wir auch von dir. Ich sagte, dass ich mich glücklich schätze, dich zum Freund zu haben. Er aber sah mich böse an und sagte, dein Tayo ist nichts weiter als mein Diener. Du wirst es falsch verstanden haben, Hiti. Kapitän Blei wird gesagt haben, und damit hat er recht, jeder englische Offizier ist Diener seines Königs. Nicht traurig sein, Tetriano. Du bist unser Freund. Der bellende Kapitän kann dir nichts anhaben. Ich glaube, wir bekommen Besuch. Seien Sie willkommen, Mr. Nelson. Ah, da ist ja auch Mr. Hayward. Ich habe Ihnen etwas sehr Schmerzliches mitzuteilen, Christian. Unser alter Freund Hagen ist heute Nachmittag gestorben. Thomas Hagen tot? Das kann doch nicht sein. Ich habe ihn geliebt wie ein Vater. Wie ist das möglich? Niemand hat gewusst, wie krank er war. Nur er selbst. Er hat mich rufen lassen und ich habe ihm die Augen zugedrückt. Und Blei hat ihn für eine Drohne gehalten. Thomas Hagen war der einzige Mensch an Bord, mit dem der Kapitän nicht fertig werden konnte. Ein großer Verlust. Besonders für uns, seine nächsten Freunde. Und ich habe ihm nicht lebewohl gesagt. Ich soll Sie grüßen. Er hat es mir besonders ans Herz gelegt. Passen Sie gut auf ihn auf, hat er gesagt. Er hat das Herz seines Kindes. Es könnte sein, dass er irgendetwas ganz Dummes anstellt. Es war der 9. Dezember 1788. Am nächsten Tag ließ Kapitän Blei die Hinterlassenschaft des Verstorbenen versteigern. Trotz aller Verbote blühte auch der Tauschhandel zwischen Matrosen und Eingeborenen. Anfangs hatten die Männer die erworbenen Geschenke arglos mit aufs Schiff gebracht. Jetzt passte der Schreiber scharf auf. Einen Augenblick, Mr. Haywood. Geben Sie mir den Gegenstand, den Sie an Land eingehandelt haben. Das ist ein persönliches Geschenk. Das geht Sie gar nichts an. Machen Sie keine Umstände, Mr. Haywood. In Ihrem eigenen Interesse. Diese kunstvolle Nachbildung einer Orchidee, aus roten Korallen geschnitzt, habe ich gegen meine Zuckerration eingetauscht. Sie wissen genau, was Captain Blei... Können Sie schwimmen, Mr. Samuel? Nein. Sehen Sie sich diese blaue Bucht an. Belassen Sie mich! Dieser Schwein! Am nächsten Tag verlas Kapitän Blei vor versammelter Mannschaft die Artikel des Seerechts und bestrafte 3 Deserteure mit 24 Hieben. Sie konnten froh sein, mit dieser Strafe davonzukommen. Denn nach dem Gesetz mussten sie vor ein Kriegsgericht gestellt werden, das sie unweigerlich zum Tode durch den Strang verurteilt hätte. Aber Kapitän Blei dachte an die bevorstehende Seereise, bei der er jeden ausgebildeten Mann brauchte. Als die Mannschaft weggetreten war, nahm der Kapitän die Offiziere ins Gebet. Meine Herren,
Ihre Schlamperei bringt Schiff und Besatzung in größte Gefahr. Was soll ich von meinen Matrosen verlangen, wenn die Offiziere ein solches Beispiel geben? Aber ich habe ja keine Offiziere an Bord, sondern ehrlose... Sir, mäßigen Sie sich. Bedenken Sie, was Sie sagen. Schweigt, ihr Hunde! Morrison, wer ist auf einem Schiff für die Segel verantwortlich? Nun, antworten Sie! Der Bootsmann, Sir. So? Dann kommt mit, ihr sauberen Offiziere. Ich will euch etwas zeigen. Los, 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 kommt mit! Zweimal habe ich befohlen, die Reservesegel zu lüften, aber sie sind seit England nicht einmal draußen gewesen. Sie wissen alle, dass uns diese verbrecherische Nachlässigkeit Leben und Schiff kosten kann. Als Kapitän Bligh eines Morgens im Februar aus seiner Kabine kam und auf die Back trat, sah er, dass das Ankertau dicht über der Wasseroberfläche durchgeschnitten war, so dass es nur noch an einem dünnen Strang zusammenhing. Der nächste stärkere Windstoß musste es vollends zerreißen und das Schiff steuerlos und ohne Segel ein Spiel der Wellen werden lassen. Offizier der Wache, zu mir! Sir? Besondere Vorkommnisse? Keine, Sir. Würden Sie es als ein besonderes Vorkommnis ansehen, Mr. Christian, wenn das Ankertau zerschnitten wäre? Das Ankertau zerschnitten? Unmöglich, Sir. Auf diesem Schiff und bei diesen Offizieren ist alles möglich. Wenn es Ihnen nicht zu mühsam ist, so überzeugen Sie sich selbst. Aber die Herren haben ja nur ihre Liebchen im Kopf. Das Schiff ist Ihnen völlig gleichgültig. Nun, sehen Sie etwas, Mr. Christian. Das ist mir unbegreiflich, Sir. Während meiner Wache kann es unmöglich geschehen sein. Wer hatte die Mittelwache? Mr. Young, Sir. Ab sofort wird der Kadett Young zu jeder zweiten Wache eingeteilt. Mitte März traf Kapitän Bligh alle Vorbereitungen zur Ausreise. Vor allem wurden die kostbaren Brotfruchtableger verladen. Bis zum 1. April befanden sich 1015 Pflanzen an Bord, sorgsam in Blumentöpfen, Fässern und Kisten verwahrt. Endlich, in der Morgendämmerung des 4. April, lichtete die Bounty die Anker und verließ unter dem Geleit von Hunderten von Kanus die Bucht. Gleich in den ersten Wochen auf See gab es verschiedene Ärgernisse. Eines Tages ließ der Kapitän den Schiffer rufen. Kommen Sie doch mal her, Mr. Fryer, und sehen Sie sich diesen Haufen Kokosnüsse an. Sie haben ihn doch gestern stapeln lassen. Fällt Ihnen etwas auf? Gewiss, Sir. Er ist kleiner geworden. Ja, vielleicht liegen die Nüsse stärker gepresst. Die Leute müssen ja oft drüber wegsteigen. Unsinn, Mr. Fryer. Ich will Ihnen sagen, was hier los ist. Die Himmelhunde haben mich bestohlen. Das ist doch klar. Und meine Offiziere dulden diese Schweinerei. Los, Mr. Fryer, schaffen Sie sofort sämtliche Offiziere. Nicht nötig, Sir. Wir sind bereits vollzählig versammelt. Nun, meine Herren, dann sagen Sie mir mal, wie viele Nüsse Sie bisher erworben und verzehrt haben. Nun, Mr. Morrison, wie viel waren es? Antworten Sie. Ich habe sie nicht gezählt, Sir. Und Sie, Mr. Christian? Ich hab's vergessen, Sir. Und ich nehme nicht an, dass Sie mir unterstellen wollen, ich könnte sie bestehen. Jawohl, das will ich, du verdammter Hund. Du hast meine Kokosnüsse gestohlen. Sir, womit habe ich das verdient? Ach, der Teufel holt euch alle miteinander hier. Gesindel, ihr steckt doch alle mit den Leuten unter einer Decke, um mich zu bestehen. Aber ihr sollt mich kennenlernen. Ehe geht die Hälfte von euch über Bord, als dass ich mir eure Schockereien noch länger bieten lasse. Samuel, ist das Samuel? Sperren Sie diesen Schurken den Gott! Von heute an erhält jeder Mann an Bord nur täglich ein halbes Pfund Jammwurzeln. Und wenn das Stehen nicht aufhört, werde ich die Ration auf ein Viertel Pfund kürzen. Sämtliche Kokosnüsse an Bord, die die Besatzung gekauft hatte, wurden beschlagnahmt und dem Proviant zugeschlagen.
Bligh fühlte sich zu dieser Maßnahme vollauf berechtigt, denn auch er hatte sie gekauft. Für je 20 Nüsse hatte er einen Nagel gegeben. Aber er sollte sehr bald einen wesentlich höheren Preis zahlen, nachträglich für ein paar lumpige, fehlende Kokosnüsse. Alles in der Welt hat seinen Preis. Umsonst ist nur der Tod. Zwei Glasen! An Bord alles wohl! Was ist? Was ist los, Mr. Christian? Rühren Sie sich nicht, Kapitän Bligh. Kein Laut, oder Sie sind ein toter Mann. Meuterei? Zur Hilfe! Mord! Mörder! Halt dein Maul, du Bestie! Du hast genug geheult! Seid ihr wahnsinnig! Ich lasse euch allesamt hängen! An der Lage knüpfe ich euch auf! Halten Sie den Mund, Sir! Wenn Sie nicht augenblicklich still sind, bringen wir Sie um! Was ist denn hier los? Mr. Freier, Sie sind unser Gefangener! Hä? Wo haben Sie denn die Gewehre her, Kindl? Mr. Christian hat den Schlüssel zur Waffenkiste. Ja, das stimmt. Ich selbst habe ihm den Schlüssel gegeben. Allerdings konnte ich ja nicht ahnen, dass Sie hier... Sie haben hier nichts mehr zu sagen, Mr. Freier. Mr. Christian führt jetzt das Kommando. Und Captain Bligh ist festgenommen. Ja. Die Bewohner der Cockpit, Nelson, Samuel und der diensttuende Wundarzt Ledward, wurden kurzerhand in ihren Kajüten eingesperrt. Die Offiziere waren isoliert und hatten ihre Stunde verpasst, falls sie überhaupt bereit waren, ihr Leben für Kapitän Bligh in die Schanze zu schlagen. Dann wurde die Barkasse zu Wasser gebracht. Die meisten an Bord wollten zu dem ausgesetzten Kapitän in das Boot. Komm, Peter, schnell! Alle, die auf dem Schiff bleiben, sind Meuterer! Stimmt. Die Realität wird nicht eher ruhen, bis der letzte von ihnen an der Rahe hängt. Los, komm endlich! Wir müssen ins Boot! Zurück! Oder ich knalle euch nieder! Es kommt keiner mehr ins Boot! Befehl von Mr. Christian! Auf, Kapitän Bligh! Ihre Leute sind im Boot. Fahren Sie ab und unterlassen Sie jeden Versuch, Widerstand zu leisten. Meiner Ehre. Ich verspreche Ihnen, Mr. Christian, die ganze Geschichte als ungeschehen zu betrachten, wenn Sie endlich Vernunft annehmen. Denken Sie doch an meine Familie. Sie! Ich habe meine Kinder auf den Knien gebiegt. Nein, Kapitän Bligh. Wenn Sie einen Funken Ehre im Leibe hätten, wären die Dinge niemals so weit gekommen. An Ihre Frau und Kinder hätten Sie früher denken sollen und sich nicht wie ein Schurke aufführen. Ist das der Lohn für meine Freundschaft, Christian, und alles, was ich für Sie getan habe? Ja, Kapitän Bligh. Das ist es. Ich leide wie in der Hölle. Ich bin in der Hölle. Diese Worte prägten sich im Gedächtnis aller ein. Sie wurden sogar in das Protokoll des Seegerichts aufgenommen. Was niemand für möglich gehalten hatte, geschah. Kapitän Bligh erreichte nach einer abenteuerlichen Fahrt die rettende Küste. Von dort kehrte er auf dem schnellsten Wege nach England zurück und übergab der Admiralität seine Schiffstagebücher. Die Meuterer auf der Bounty ahnten nichts von dieser Entwicklung. Wohin segeln wir so? Warum diese militärische Anrede, Helge? Sie sind mein Freund? Ich war es zumindest. Jetzt bin ich ein Spießgeselle. Der Spießgeselle eines Meuterers. Davon wird mich kein Kriegsgericht freisprechen. Ich habe mich dem Befehl des Meuterers unterstellt. Widerwillig, aber... Wir haben es freiwillig getan. Darum wollen wir wissen, wohin die Fahrt geht. Ich für meinen Teil würde am liebsten nach Tahiti zurücksegeln. Seid keine Narren, Leute! Tahiti ist viel zu bekannt. Jeden Augenblick kann dort ein Kriegsschiff landen. Nicht nach Tahiti zurück? Es gibt eine andere Insel. Dubuai. Sie ist weit genug von Tahiti entfernt, um uns einige Sicherheit zu geben. Auf nach Dubuai! Setz die Segel, Leute! Segel setzen. Los! Südost! Die Meuterer fuhren einem ungewissen Schicksal entgegen. Am Ende stand für die meisten der Tod durch den Strang. Aber das ist eine andere Geschichte.